Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf Benjamin Ratgeber von Radio Tiefsinn. Hallo Benjamin, danke, dass Hallo, du bei uns bist. ich danke dir für die Einladung, schön, dass ich Wir hier hatten sein ja darf. schon das Vergnügen, ein intensives und spannendes Interview zu führen und wo ich bei dir zu Gast war und jetzt heute bist du bei mir zu Gast. Und ja, wir haben uns auch ein spannendes Thema ausgesucht, ein Thema, was dich persönlich auch sehr bewegt, das Thema Angst. Wie gehe ich mit Existenzängsten um, mit Zukunftsängsten? Ja, also welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, wenn man einfach ne, viel Angst verspürt? Und ich habe ja gerade so ein bisschen geteilt, dass viele Menschen, die ich kenne, einfach eine große, ja, also dass Angst wirklich gerade sehr zentral ist. Ne? Also bei den Menschen, die an das System glauben, es ist die Angst vor dem Virus, ne? Und bei denen, die nicht an das System glauben, ist es eben die Angst vor Impfungen, vor Zwangsmaßnahmen, vor Quarantäne, vor PCR-Tests, vor wirtschaftlicher Existenzvernichtung für die Menschen, die im Gastronomie-Veranstaltungsbereich unterwegs sind, weil sie einfach nicht mehr arbeiten dürfen. Es ist natürlich ein großes Feld, aber erstmal, genau, das wäre schon mal die erste spannende Frage an dich. Welche Tools hast du, welche Möglichkeiten siehst du, mit diesen sehr tief sitzenden Ängsten überhaupt auf heilsame Weise umzugehen? Also als allererstes Mal finde ich ja super spannend, wie du es beschrieben hast, dass eigentlich egal in welcher Wahrnehmungsrealität du sitzt, ob du hast gesagt, die Leute, die an das System glauben, die haben Angst vor dem Virus, die anderen haben Angst vor anderen Sachen. Das heißt, egal in welchen dieser, wir sind ja gerade in einer ganz großen Lagerspaltung, egal in welcher Lager, in welchem Lager du dich befindest, scheint es ja so, als wäre die Emotion der Angst zumindest beim allergrößten Teil anwesend. Das heißt, die sitzt uns gewissermaßen irgendwie gerade alle im Nacken. Und ich glaube, dass viele, die hier zuhören, und vielleicht kannst du damit auch persönlich resonieren, mit diesem Gefühl, dass sich gerade einfach sowohl im Außen als auch in uns Menschen einfach super viel wandelt. Es ist gerade ein riesiger Umbruch und die große Angst vor was kommt. Du hast einen Gastronomiebetrieb, wann darf ich aufmachen? Du bist Veranstaltungskaufmann und du weißt nicht, wann, wie du die nächste Miete zahlst oder was, wie du deinen Mitarbeiter bezahlst. Und das ist einfach so ein super, super intensives Thema. Und ich weiß nicht, ob ich direkt mit Tools starten möchte, weil bei Gefühlen muss ich ein bisschen ausholen. So, bei Gefühlen ist ja oft so, wenn wir etwas fühlen, was wir nicht so richtig fühlen wollen. Was ist der erste Impuls? Ich ziehe weg. Schnell, Augen zu. Ich lenke mich mit anderen Dingen ab. Ich versuche das irgendwie nicht wahrzuhaben. Ich schaue irgendwie zu, dass ich dieses komische Gefühl, was ich da gerade in mir spüre, verdränge. Und das machen wir alle als Menschen. So der erste Impuls ist von uns, erstmal davon wegzugehen. Und deswegen will ich auch nicht direkt sagen, ein Tool, wie wir die Angst loswerden, sondern erstmal voll und ganz zu akzeptieren und auch anzuerkennen, ich fühle gerade Angst. Scheiße, ich habe einen richtig Schiss vor dem, was kommt. Ich habe, sagen wir mal, du bist ein bisschen älter, du bist eine Risikogruppe. Ich habe Angst, mich anzustecken. Der andere, ich habe Angst, dass meine Kneipe pleite geht, die ich mir Jahrzehnte aufgebaut habe. Und erstmal zu merken, dass vielleicht diesen Druck, den du die ganze Zeit auf den Schultern getragen hast, diese Anspannung, einfach sich darüber zu realisieren, ah, die ist gerade da. Ich merke gerade in meinem Körper, vielleicht beim Zuhören hast du gerade gemerkt, vielleicht hast du was im Kiefer, vielleicht hast du was im Nacken. Und das tragen wir jeden Tag mit uns mit und wir sind uns gar nicht darüber bewusst, dass wir überhaupt etwas mit uns tragen. Das heißt, erstmal zu sehen, okay, da ist Angst. Genau, und was ja auch schon mal hilfreich ist, ist das auch mal wirklich auszusprechen, ne? Also weil wir ja auch so konditioniert sind, wie du das vorhin gesagt hast, diese Dinge eben zu verdrängen, weil es unangenehm ist. Und wir drücken es ja dann in der Regel auch nicht aus. Also ne, zum Beispiel, wir sagen ja nicht, es wurde ja nicht beigebracht zu sagen, ich fühle gerade Angst, ne? Oder ich fühle mich gerade vor Angst wie gelähmt. Oder wenn ich morgens aufwache, dann denke ich schon, oh Gott, was kommt heute auf mich zu? Sondern wir verpacken das ja meistens irgendwie, ne? Dass wir dann geht's dir gut? So.
Was sagst du? Ich sage, wie geht es dir? Ja, gut. Ja, genau. So, das ist genau. So, ja. Oder geht, ne? Oder so muss ja, ne? Oder sowas. Ja, genau. Und oder ne, das heißt, wir suchen uns ein anderes Ventil, indem wir zum Beispiel dann über andere schimpfen, ne, über andere aufregen oder uns sonst wie irgendwelche Methoden, Strategien überlegen, um diesem Gefühl auszuweichen oder dieses Gefühl gar nicht bewusst wahrzunehmen. Ne? Genau. Das ist genau das, was ich meine. Deswegen habe ich auch diesen kleinen Umweg genommen, weil so. Das ist auch bei jeder Heilungsreise ganz nebenbei. Also jedes Thema, was du in deiner persönlichen Weiterentwicklung angehen möchtest, ist, bevor du es löst und bevor du dich an die Lösung machst und es versuchst, durch irgendwelche Tools und Techniken in den Griff zu bekommen, nimm es einfach mal an. So, steh einfach mal zu. Ich fühle gerade Angst. Ich habe eine scheiß Angst für meine Familie, für was auch immer. Und allein, dass du dir die Erlaubnis gibst, das einfach mal in deinem Körper dazulassen und einfach mal zu fühlen, merkst du automatisch schon, das merkt man wirklich somatisch. Also wenn man sich einfach mal hinsetzt und auch so fragt, was geht gerade mir vor? Ich bin noch ein bisschen nervös, weil ich hier gerade so viel für Leuten spreche. Ich merke, meine Hände sind ein bisschen kühler als sonst. Ich merke, mein Atem ist nicht ganz so tief, wie er normalerweise ist. Und es einfach da sein lässt. Das Spannende ist, dadurch löst es sich schon. Mhm. Also allein, dass ich die Körper-Awareness habe und jetzt sage, ich habe diese Nervosität da, ich spreche es aus. Es hat auch ein bisschen was mit Verletzbarkeit zu tun. Und sich einfach so zu zeigen, wie man gerade in diesem Moment ist, schon löst sich diese Blockade, schon löst sich das ein bisschen dieses... Das ist eigentlich, ist das Widerstand. Das ist eigentlich nicht mal die Angst an sich, sondern es ist der Widerstand gegen die Angst. Das heißt, Step One, auf dem Schritt zu, wie können wir denn mit dieser Angst arbeiten? So würde ich das eher sehen. In dieser hektischen Zeit ist vielleicht erstmal zu sagen, okay, was geht denn gerade ab? Was fühle ich denn gerade? Wie ist denn mein Körper? Und das einfach mal da sein zu lassen, ohne es verändern zu wollen, ohne es zu fixen, ohne sich daraus befreien zu wollen, sondern erstmal einfach nur fühlen. So ist simpel, aber effektiv. Genau, ja. Und da hilft es dann auch, das mal zum Beispiel auch auszusprechen, ne? Weil dieses Aussprechen, zum Beispiel das jemandem zu sagen, ist ja auch schon mal eine Anerkennung, ne? Also eine Anerkennung dessen, was ist. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Person, mit der man spricht, nicht sofort auch das wegmachen will, indem sie einen Lösungsvorschlag anbietet. Ja, genau. Aber hast du schon das und das probiert? Hast du schon Gelder beantragt? Bla, bla, ne? Zum Beispiel jetzt im Fall des Gastwirtes. Sondern, dass man sich am besten dann jemand sucht, der dann auch erstmal diese Annahme auch fördert. Ne? Oder das ist ja auch dieses, hat ja auch was mit Empathie zu tun. Also Empathie uns selbst gegenüber, dieses, ja, so fühle ich mich gerade. Oder wenn da ein empathievoller Zuhörer ist, der dann sagt, hey, ich fühle mit dir, ne? Oder genau, fühl das mal, ne? Oder das ist ja, so fühlst du dich gerade, also dieses wirklich Mitgehen mit dem, was ist, und nicht sofort irgendwas drauf machen, drüber stülpen, wegmachen. Ne? Ja, das ist ja genau das, was wir uns wünschen von jemandem. Also wenn ich mit zu dir komme, mit einem, etwas läuft nicht in meinem Leben und ich suche jetzt irgendwie dich als Freund, um mir einfach diesen Raum zu geben, das zu processen. Kann sich ja jeder mal fragen, was hätte man denn lieber? Ein Kumpel, der sich erstmal zurücklehnt und sagt, oh, es hört sich echt fies an, erzähl mal ein bisschen, wie geht's dir denn damit? Oder jemand, der sagt, sag mal, hast du eigentlich schon probiert zu meditieren morgens, 10 Minuten? So, direkt gehst du wieder zu. Du hast eigentlich, weil in dem Moment möchtest du ein bisschen Raum haben. Du möchtest es einfach mal fühlen, was du gerade fühlst. Du möchtest einfach diese Erfahrungen, die du als Mensch gerade durchlebst, möchtest du durch diesen Raum, den der andere Mensch einfach gibt, möchtest du die durchleben. Und wenn du direkt mit Ratschlägen kommst, dann bist du eigentlich sofort wieder zu. Und eigentlich implizit, so ein bisschen unterbewusst, fühlt sich das nicht richtig gut an. Irgendwie fühlst du dich ein bisschen übergangen. Irgendwie fühlst du dich ein bisschen so wie, richtig zugehört hat er mir jetzt gar nicht. Also der weiß eigentlich gar nicht so richtig, um was es mir geht. Der versteht eigentlich gar nicht, durch was ich gerade durchlaufe. Und das Spannende ist, das wünschen wir uns von anderen Menschen, aber machen wir es denn mit uns selbst? Also
Wir sind dann direkt, okay, mir geht's nicht gut, ich muss meditieren. So, ich muss jetzt was schnell diese Übungen, die ich hier in diesem geilen Personal Development Buch oder Podcast gehört habe, die wende ich jetzt sofort an, statt einfach mal zu sagen, ich gebe mir einfach mal den Raum, um einfach mal das da sein zu lassen, was gerade in mir vorgeht, ohne das sofort verändern zu wollen. Genau, ja. Weil das ist eigentlich das, was wir uns in unserem tiefsten Kern als Mensch wünschen. Und wir haben, jetzt kommen wir so ein bisschen auch zur Resilienz und wie man mit Angst umgeht, dass wir in unserem Körper, du weißt es und ich weiß jeder, dass hier auf deine Community ist ja auch sehr gesundheitsaffin und die sind da sehr educated, was das Thema Gesundheit und dein Körper hat die Methoden und die Funktionskreise auch im Nervensystem, die schon vorgebaut sind, wenn die richtigen Möglichkeiten da sind, die richtige Umgebung, Sicherheit, das Gefühl von Sicherheit ist ganz, ganz wichtig, dann schafft er es, sich durch diese schwierigen Emotionen von alleine durchzubringen. Und das bedeutet manchmal, dass du heulen musst. Das bedeutet manchmal, dass du dich schütteln musst. Das bedeutet manchmal, dass du schreien musst. Vielleicht bist du auch extrem wütend. Vielleicht ist unter der Angst, bei ganz vielen Menschen kann ich mir auch gerade vorstellen, dass unter diesem Ohnmachtsgefühl eine Riesenwut ist auch, zu sagen, auf gut Deutsch, ich sage es mal ganz direkt, ich weiß nicht, ob YouTube Schimpfwörter läuft, aber fickt euch. Und einfach dieses Gefühl von, ich fühle mich gerade total übergangen, ich fühle mich gerade total unfrei und trauen sich aber nicht ganz, dieses Gefühl von Wut mal wirklich in einem gesunden Container loszulassen und mal durch sich fließen zu lassen. Und das ist das einzige Problem. Das einzige Problem ist, dass wir einen Deckel auf uns machen. Dass wir uns etwas nicht erlauben zu fühlen, egal in welchem Farbenspektrum dieser ganzen Gefühlsmöglichkeiten, die wir als Menschen haben, egal was es ist, Trauer, Angst, Wut. Das Problem ist nicht die Emotion, die geht in 90 Sekunden geht die durch unseren Körper. Es dauert 90 Sekunden, dann ist ein Gefühl einmal durch dein ganzes System durchgelaufen. Aber da wir einen Deckel drauf machen, kommen dann so Dinger wie chronische Krankheiten. Genau. Kommen dann so Dinger wie, was ich als in meinen jungen 20er Jahren hatte, war ein extremes Problem mit Angststörungen und Panikattacken. Und das ist auch so ein Deckel. Das ist ein nicht erkannter, ein Topf, der immer weiter kocht und einfach der Deckel drauf gehalten wird und irgendwann mal platzt das Ding halt und dann ist es nicht, dann ist es kein Spaß mehr. Ja, total. Ne? Das ist so, das ist natürlich eine Konditionierung, ne? Weil wir natürlich ja das lernen, was uns beigebracht wird. Ne? Und man kann das ja, ich erzähle immer das Beispiel von meiner kleinen Babytochter, die jetzt 6 Monate ist. Ne? Und da kann man das wunderbar beobachten, wie dieses Gefühlsspektrum ist unglaublich groß. Ne? Also es ist wirklich so viele Gefühle da, die auch immer sofort gelebt werden. Das heißt, also sie kann ja innerhalb von einer Sekunde kann sie weinen. Ne? Und aber das, genau wie du das beschreibst, das Gefühl ist dann auch immer nur wirklich relativ kurz da. Es wird einmal ausgedrückt und natürlich gucken wir ja dann, dass wir dass das Baby eben das bekommt, was es gerade braucht. Und dadurch ist das Gefühl ja auch sofort dann auch wieder weg. Ne? Ja, genau. Und das ist einfach so, es ist also sehr, sehr intensiv, sei es Freude, sei es Schmerz, sei es Trauer, sei es Schreck, sei es Angst, ne? Aber auch immer nur ganz kurz. Und was wir ja alle erlebt haben, ne? dass dann irgendwann die Erwachsenen das tun, was ihnen selber beigebracht wurde. Und dann gibt es so fatale Sätze wie, das ist doch nicht so schlimm. Ne? Ja. Das ist einer der schlimmsten Sätze überhaupt. Ja. Wenn jemand einen Schmerz spürt, dann ist das in dem Moment für diese Person schlimm. Es ist schlimm, weil sonst würde man ja nicht weinen oder traurig sein. Und wenn dann jemand sagt, das ist doch nicht so schlimm, wird das alles weggemacht. Ne? Da wird also, das ist das Gegenteil von Anerkennung. Da wird gesagt, du bist falsch. Dein Gefühl ist falsch. Du lügst dir was vor. Das ist alles in diesem, das ist doch nicht so schlimm. Da liegt so viel Negativität drin, ne, die uns von diesem Gefühlsspektrum wirklich abschneidet. Ne? Und das haben wir alle erlebt. Und da ist es so wichtig, dass wieder, und wahrscheinlich die Männer noch stärker als die Frauen, ne, weil als Mann darfst du ja noch weniger dich schwach und weich und verletzlich und traurig und sowas zeigen. Ne? Das heißt, wir dürfen uns das wieder zurückholen, so Stück für Stück. Ne? Ja,
Ja, da steckt so viel drin. Also da auch da wieder so Kinder sind einfach so ein geiles Beispiel. So, das ist genau dieses Ding, was ich meinte. So 90 Sekunden bist du durch und danach nach dem Heulen kannst du lachen. Und alles ist wieder schön. Und irgendwann mal wird dir halt gesagt, und das ist ja, wie gesagt, es geht so tief, das ist eigentlich eine Verneinung deiner Realität, wenn dann jemand zu dir sagt, das ist ja nicht so, ist so, in dem Moment glaubst du oder wirst du darin trainiert, dass die Realität, das ist ja wirklich so krass, wie dann wirklich ein Realitätsbewusstsein, dass dein eigenes nicht richtig ist, Genau. sondern jemand anderes entscheidet darüber, was deine Wahrheit ist. Und wenn man da mal philosophisch drüber nachdenkt, was das für einen Menschen bedeuten kann in seinem Leben, wenn er dann daran anfängt zu glauben, meine innere Wahrheit stimmt nicht, sondern das, was du mir sagst über das, was ich denken, fühlen muss, das stimmt. Das ist Wahnsinn, das ist Was wirklich ein Mindtrip? in dem Moment passiert wirklich dieses Vertrauen in die eigene Intuition, in die eigene Wahrnehmung kriegt eine Störung. Ne? Und das wäre ja vielleicht, wenn es nur einmal passiert, ja nicht so schlimm, aber das passiert ja unzählige Male. Ne? Also das, ich meine, alleine wenn du überlegst, dass Kinder in der Schule gezwungen werden, irgendwie Masken zu tragen, kaum atmen können und aber es einfach dazu gezwungen werden. Ne? Das heißt, sie. Das, was das mit ihnen macht, das wird ja komplett übergangen. Ne? Allein das ist ja schon wirklich man darf gar nicht drüber nachdenken, was das mit der Seele eines Kindes anstellt, also zu Dingen gezwungen zu werden, wo man sich einfach total unwohl fühlt. Ne? Das ist ja eine Form von Vergewaltigung. Ne? Und das muss ja alles wieder, diese ganzen Traumas, die da entstehen, die müssen ja alle später wieder aufgearbeitet und geheilt werden. Ja. Und trotzdem glaube ich halt auch daran, dass wir, das ist das Schöne an uns Menschen. Und deswegen bin ich auch sehr optimistisch, was so die nächste Zeit anbelangt ist. Und auch was auch mit wieder mit dem Thema Angst so ein bisschen zusammenhängt, ist einfach, wir sind so unglaublich resilient. Also du musst dir überlegen, wie sind alle die Nachfahren von Menschen, die gegen die krassesten Hungersnöte, gegen die prekärsten Situationen, Umgebungen, Kriege. Jeder Einzelne von uns hat ja einen Vorfahren, der in irgendeiner richtig, richtig miesen Situation es geschafft hat zu überleben. Und es war vielleicht nicht immer untraumatisch, also gerade zum Mittelalter und so, ne, wenn du darüber nachdenkst. Aber im Endeffekt sind wir die Nachfahren von den wahrscheinlich resilientesten Wesen, die auf dieser Erde waren. Also jeder Einzelne hat es geschafft, trotz den vielen Dingen, die im Außen gefährlich, prekär, unfrei, traumatisierend waren, hat es geschafft zu überleben und hat es geschafft, für Nachfolgen zu sorgen, die eventuell, das ist eine Hypothese, aber die eventuell die Erde ein winzig kleines bisschen nach vorne gebracht haben auf ihre eigene Art und Weise. Und das ist halt so dieses Schöne an uns Menschen, auch wenn wir vielleicht die Schule nicht wirklich optimal für uns ist, auch wenn wir von vielen Menschen ein Programm in unser Gehirn gesteckt bekommen, was uns nicht wirklich dienlich ist, was uns klein hält, was es uns frei hält, was uns von oben herab mit Regeln voll bombardiert, dass in unserer Essenz, und du kennst es, du bist ja auch sehr spirituell, in unserer Essenz können wir da nicht berührt werden. Und diese Essenz ist auch das, wo, glaube ich, unsere Resilienz herkommt, weil klar, so in der 3D-Realität, also jetzt ich als Mensch, ich kann eingesperrt werden, ne? Ich kann gefoltert werden, ich kann was auch immer sie mit mir und meinem Körper machen. Aber das Schöne ist ja, dass es einen Teil in mir gibt, der davon nicht betroffen ist. Und dass man sich mit diesem Teil verbinden kann. Und wenn man auch sich damit verbindet, einfach so unglaublich stark wird. So, es gibt so viele Menschen, die das Beispiel, also Viktor Frankl zum Beispiel, kennst du bestimmt, so super. Super krasse Lebensgeschichte, der einfach im Konzentrationslager sich über die Rückbesinnung auf den tiefen Lebenssinn es geschafft hat, aus diesen wirklich, wahrscheinlich gab es, weiß nicht, ob es schon mal in der Menschheit schlimmere Lebensverhältnisse gab, bestimmt schon ein paar Mal, aber so, das war auf jeden Fall einer der schlimmsten Lebensverhältnisse, das geschafft hat, trotz diesen unglaublich schmerzhaften Erfahrungen im Außen immer wieder zurück in sein Wesen zu kommen. Und für ihn war es eben der Lebenssinn, für manche ist es der Glaube. Also wenn man an Gott glauben möchte,
wirklich sehr, sehr intensiv auf diesem Thema verbinde ich mich immer mehr mit. Ich habe früher gesagt, so, nee, Gott, das ist alles Bullshit, glaube ich nicht dran. Oder Spiritualität, egal was dein Weg ist, aber du brauchst diese Verbindung. Je chaotischer die Zeiten sind und je mehr Angst du spürst und je mehr im Außen aufwühlt, desto wichtiger ist es, dieses Verständnis davon, das ist nicht alles. Sondern es gibt diesen Ort, den niemand berühren kann, wo du immer in Frieden bist, wo du immer frei bist, egal was passiert. Und das fuckt dann trotzdem ab in der 3D-Realität. Also das heißt nicht, dass man das dann schönreden muss und dass man nichts tun sollte, ganz im Gegenteil, aber trotzdem hat man diesen Rückzugsort. Genau, und deswegen, dafür ist es natürlich auch wichtig, dass man sich auch die Zeit nimmt, ne, den Raum nimmt, um sich wirklich mit unserer Essenz, unserer Seele, wie auch immer man das nennen will, mit Gott, ne, wirklich bewusst zu verbinden, ne, und sich bewusst da, also ich nenne das manchmal so, dass wir uns mit unserem Zuhause verbinden, ne, ja, oder waren zu Hause, und da wirklich unsere, ja, also, ne, wieder Hoffnung, Vertrauen, Kraft, also so wie du das gerade beschrieben hast, es ist ja letztendlich, das ist ja alles in uns vorhanden. Also in uns ist ja auch unendliche Weisheit. In uns ist auch wirklich jede Antwort auf jede Frage. Also unsere Seele kennt die Antworten auf jedes Problem, auf jede Frage gibt es eine Lösung. Es ist alles in uns. Aber wichtig ist natürlich, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Dass wir uns die Zeit nehmen, um zum Beispiel zu meditieren, ne, oder nach innen zu gehen oder zu beten. Also welche Form auch immer für jeden die richtige ist, in die Natur zu gehen, in die Stille zu gehen, um da wirklich auch Kraft zu schöpfen. Ne? Und damit wir uns auch aus der Illusion von, wir haben ja diese, wie du es genannt hast, diese 3D-Realität, ne, die man auch die Matrix oder Maya oder wie auch immer nennt. Ne? Und das Problem ist, wenn wir diese 3D-Realität als die einzige Realität anerkennen, dann sind wir natürlich verraten und verkauft. Wenn in dieser 3D-Realität irgendwas schief geht, dann bricht ja alles zusammen, weil wir haben ja nichts anderes. Ne? Aber wenn wir erkennen, dass... Immer vergänglich. Was sagst du? Also der Schmerz ist ja, dass die immer vergänglich ist. Also genau. Wenn du dich daran haftest, dann Richtig. Kommt das Leiden ja immer, weil du wirst immer irgendetwas oder irgendjemanden lieben, so eine Beziehung zu aufbauen, und dann das ist einfach die harte Realität, dass es eines Tages nicht mehr existieren wird. Und das ist halt die befreiende, aber auch sehr traurige Realität der 3D-Reality. Ne? Absolut. Ne? Und wenn wir uns eben mit dieser höheren Wirklichkeit, also dem, was wir wirklich sind, ne, verbinden, dann wissen wir, dass es eben viel mehr gibt als das, was sich außerhalb von uns befindet. Ne? Also dass wir... Da kommen wir auch zu diesem Verständnis von, wir können uns die Realität erschaffen, die wir uns wünschen. Wir haben viel mehr Macht und Kraft und Möglichkeiten, als uns beigebracht wurde. Und das ist ja vielleicht auch jetzt gerade in dieser Zeit eine große Chance. Also dass dadurch, dass diese äußeren Umstände sich scheinbar verschlechtern, dass wir die Möglichkeit haben, uns eben auf was anderes zu besinnen, auf eben diese innere Kraft oder diese innere Wahrheit. Und es gibt ja auch Menschen, denen geht es in dieser Zeit wirklich ganz hervorragend. Ne? Und die erleben einen totalen Fluss in allem, was sie tun, und fühlen sich total frei und so. Ne? Ja, also ich weiß, das ist halt dieses Ding, diese Frage, ob wird es tatsächlich schlechter, ist es tatsächlich, geht es bergab? Es gibt, klar, es gibt viele objektive Dinge, die dafür sprechen würden, Artensterben und wie wir unseren Planeten, mit dem unseren Planeten umgehen, und so viele Dinge, die, wenn wir sie einmal in unsere Realitätsbrille aufgenommen haben, sie nicht mehr zu übersehen sind. Und trotzdem stellt sich die Frage, ob wir halt mit unserem Verstand verstehen können, was passiert. Also was ist denn der Wandel, durch den wir gerade durchlaufen? Welche Dinge müssen denn erstmal richtig schief laufen, bis sie besser gehen wollen? Und ich glaube, dass halt die Geschichte zeigt, dass wir so unglaublich langsam lernen. Also wir Menschen machen ja so viele Fehler oft. Und ich kenne es von mir persönlich. Ich bin Transformational Coach. Also ist meine Arbeit, Leuten zu helfen, ihr Potenzial zu entdecken, und trotzdem falle ich persönlich so
oft in meine eigenen Fallen und ich muss den gleichen Fehler, wirklich den exakt gleichen Fehler 3, 4, 5 Mal machen, bis ich dann irgendwann mal sage, ey, jetzt reicht's, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, so sind uns Menschen auch. Der Vorteil ist, dass du es nur 3, 4 oder 5 Mal machst. Es gibt ja Menschen, die wiederholen die gleichen Fehler ihr ganzes Leben lang. Und projizieren ne, und sagen, das Außen ist schuld daran. Ja, die Frage ist halt, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, also wenn man jetzt lehne ich mich philosophisch sehr weit aus dem Fenster, aber wer weiß, wie viel Lebenszeiten ich das schon spiele und vielleicht durfte ich in dem Leben davor schon die Erfahrungen machen, die mich eben an den Punkt bringen, dass ich sage, ich brauche nur noch 3, 4 Mal und jemand anderes braucht halt noch 3, 4 Lifetimes, um dahin zu kommen. Also wir haben keine Ahnung. So, das ist so, ich bin so lange jetzt auf dieser persönlichen Weiterentwicklung, spirituellen Reise, dass im Endeffekt einer der Kernweisheiten ist, wir haben keine Ahnung. Wir haben wirklich nicht den leisesten Plan von dem, was dieses unglaublich mysteriöse etwas namens Leben eigentlich ist und was der größere Plan hinter dem Ganzen ist. Und das hilft mir persönlich auch gegen Angst zu sagen, es gibt verschiedene Sachen, die kann ich beeinflussen. Es gibt ganz viele Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. Und kann ich dem Leben so sehr vertrauen, dass ich darauf vertraue, dass alles gut wird? Und es ist einfach nur, das ist eine Entscheidung. Du kannst dich dafür entscheiden, dass alles scheiße wird. Und dann ist es die Realität, die du wählst. Ja. Und du kannst dich dafür entscheiden, trotz dass es so viele Beweise gibt, die das Gegenteil sagen. Also ich kenne die Beweise, ich bin nicht blind und ich bin nicht naiv, sondern dass du trotzdem sagst, ey, nee, ich entscheide mich dafür, dass alles cool wird. Ja, das ist ja. So die Antidote zur Paranoia, ist so dieses Pro-Neuer. So, ich gehe einfach mal davon aus, dass egal wie scheiße es aussieht, alles gut wird. Genau, also ich bin da wirklich, ich bin ja absolut davon überzeugt, dass das Universum immer sagt, dein Wille geschehe. Also egal, was wir, für welche Realität wir uns entscheiden. Ne? Wenn wir sagen, ich lebe in einer wundervollen, göttlichen Welt, ne? Heute ist der beste Tag meines Lebens, ich bin den ganzen Tag geführt und erlebe einfach nur Wunder über Wunder, dann sagt das Universum, dein Wille geschehe. Ne? Und wenn man sagt, es ist irgendwie, ja, die Zukunft ist scheiße, Artensterben, Corona-Wahn, Wirtschaft geht den Bach runter, dann sagt das Universum, dein Wille geschehe. Also ja. Das Verrückte ist wirklich, dass jede Realität, für die wir uns entscheiden, unsere Realität auch wird. Und ich glaube, dass, also für mich ist das ein absoluter Schlüssel, dass die Menschen das erkennen, dass wir uns jedwede Realität ja sowieso schon permanent erschaffen, bewusst oder unbewusst, aber dass wir uns auch jedwede Realität ganz bewusst für unsere Zukunft und fürs Jetzt erschaffen können. Dass wir komplett frei sind und dass das Universum immer nur sagt, dein Wille geschehe. Also yes. Das ist wirklich meine tiefste Lebenserfahrung. Und es ist so schwer. Ich weiß, dass für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht zuhört und denkt, ja, das hört sich ja irgendwie in Theorie ganz cool an, aber ich habe eine Rechnung, die ich zahlen muss oder ich habe oder mein Kind ist schwer krank oder irgendetwas oder mein Ehepartner ist irgendwie verstorben oder sowas. Und in diesen Momenten des Schmerzes, und ich kenne das von meiner eigenen Journey, ist es halt so unglaublich schwer. Es ist so schwer, daran festzuhalten und daran zu glauben. Und genau in diesen Phasen habe ich auch das Gefühl, werden wir halt eben auch besonders getestet, wie sehr, also ein Test, den ich immer gefühlt so durchlaufen durfte in der letzten Zeit, ist so, wie sehr glaubst du wirklich daran? Schau mal, wir werfen dir mal dieses Problem entgegen. Guck mal, wir machen mal das. Also bei mir war gesundheitlich echt anstrengend so die letzten 3 Monate. Guck mal, obwohl ich gesundheitlich eigentlich, ich kenne mich super aus. Das ist so ein riesen Passion von mir. Deswegen umso krasser, dass es bei mir so bergab ging. Und wir werfen jetzt mal all diese Dinge in dein Leben und dann zeig mal, ob du wirklich so fest dran glaubst, wie du immer mündlich bekennst. Ne? Und das ist halt dieses Ding, dass ich denke mir, ganz viele Leute, die hören sowas und denken sich, oh Leute, ihr versteht nicht, was bei mir im Leben los ist. So dieses Gefühl von leichter gesagt als getan. Und da will ich nur sagen, nee, ich verstehe das. Das ist das tatsächlich zu tun, da ist dann auch da steckt dann auch die Kraft drin. Das wirklich in den Momenten zu tun, wo es einem wirklich schlecht geht, wo man wirklich am Struggeln ist, wo man am liebsten sagen würde, komm, ich lasse es sein. Ich gebe auf. Ja, und daran festzuhalten. Das Ding ist wirklich, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich auch jahrzehntelange Lebenserfahrung. Ich habe es ja selber getestet und selber erlebt. Sonst konnte ich es natürlich auch nicht sagen. Ne? Ja. Aber es ist wirklich so,
Wir können nicht immer die Situationen ändern, in denen wir uns befinden, aber immer die Art und Weise, wie wir diese Situation bewerten. Ne? Und ich habe ja die Möglichkeit zu sagen, die Situation ist echt scheiße und kann mich damit richtig schlecht fühlen. Oder ich kann sagen, wow, ey, was ich jetzt in dieser Situation lernen darf, das wird mich unendlich viel weiterbringen. Ne? Dadurch kann ich jetzt mal so richtig beweisen, welche Tools ich schon kennengelernt habe und so weiter. Und so kann man, wenn man mit der richtigen Einstellung, kann man auch aus wirklich schwierigen Situationen, also kann etwas Wunderbares entstehen. Ne? Und das ist halt cool. Einfach meine Erfahrung. Und also gerade dann, wenn man eben unangenehme Dinge erlebt, gerade dann macht es ja Sinn, dieses Wissen einzusetzen. Ne? Weil wenn so alles gut läuft, das ist ja natürlich auch keine Kunst. Ne? Ja, genau. Ganz genau. So das ist immer so diese gute Wetterspiritualität, an der ich auch so ein bisschen manchmal so meine Problemchen mit habe. Das Leben ist halt trotz all den Tools und trotz all den schönen Techniken und trotz deinem Glauben und es wird einfach immer wieder, das ist auch unsere 3D-Natur, es wird immer und immer wieder Phasen geben, wo es halt echt schwierig wird, wo es echt anstrengend wird. Und das Schöne daran ist, was du auch gerade so angeschnitten hast, was ja eigentlich auch so was Schönes ist an uns Menschen, ist, dass wir, wenn wir so durch etwas durchleben, ist ja nicht nur durchlebenswert, nicht nur für uns selbst, sondern wir durchleben es ja eigentlich für die gesamte Menschheit, indem wir danach den fast schon automatischen Reflex haben, es mit anderen Menschen zu teilen, andere Menschen zu helfen. Ich meine, ich kenne diese Thematik, dass jemand zum Beispiel war depressiv, hatte eine Essstörung. Und dann ist das genau im Endeffekt das Thema, was sie hier auf der Erde dann heilen möchten später, sobald sie da wieder rausgekommen sind. Das heißt, wir haben diese tiefe menschliche Tendenz in uns, diesen Schmerz, den wir gelöst haben, diese große Frage, die in unserer Seele so lange geschwungen hat. Wenn wir eine Antwort gefunden haben, ist es ganz oft, dass diese automatische Tendenz dazu da ist, dass wir sagen, hey, ich möchte anderen Menschen helfen. Mhm. Ich habe das durchlebt, so ich habe das Gefühl, ich habe eine Antwort darauf gefunden und schon sind wir wieder in diesem Ding, dass wir anderen Menschen helfen. Das heißt, auch in dem Struggle und auch in deiner Angst, wenn du da durchkommst, machst du das nicht nur für dich persönlich, sondern für deine ganze Familie, für deine ganzen Nachfahren, sogar für deine Vorfahren, wenn man sich anschaut, wie in der DNA Traumas und so weiter vererbt werden. Also du heilst eigentlich eine komplette Zeitlinie an einer Generation und vielleicht sogar auch gewisser Teil die Menschheit zum gewissen Zeitpunkt. Und das ist halt auch sehr schön irgendwie. Ja, das stimmt. Sehr schön. Hast du denn zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine Message, die du gerne mit den wundervollen Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuschauern, Zuschauerinnen teilen möchtest? Ich lache nur, weil ich immer am Ende meines Podcasts stelle ich immer so die Frage, hast du noch eine Herzensnachricht an alle, die hier gerade zuhören? Ah, ja. Eigentlich müsste ich ja jetzt so eine super elaborierte Antwort haben. Was möchte ich dir allen sagen? Ihr werdet gehalten vom Leben. Also es gibt eine Kraft, die sich visceral, also in jedem Teil deiner Eingeweide, sich erfühlen und erfahren lässt, die so unglaublich gutmütig dir gegenüber eingestellt ist. Und egal, was du denkst, was du für Fehler gemacht hast, egal, was du denkst, was du, welche Schuld du noch in dir trägst, die ist schon längst vergeben, die ist schon längst vergessen und du bist einfach nur gehalten und zutiefst geliebt und auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt und auch wenn sich das manchmal nicht so im Außen zeigt, sie ist immer da und sie ist immer bereit dafür, dass du dich damit connectest. Und egal, wie du diese Kraft nennen möchtest, sie ist omnipräsent und erfahrbar. Du musst nicht dran glauben, sondern du kannst es fühlen. Und das ist, glaube ich, was ich jedem Menschen gerne mitgeben würde. Wunderschön. Ja. Absolut. Ja, kann ich nur 100% zustimmen. Klasse. Ja, mein Lieber, ich danke dir für das inspirierende Gespräch. Yes, danke für die Einladung. Ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback, schreibt es gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Also, danke, lieber Benjamin. Jo, sehr gerne. Alle und bis bald.
Tschüss. Rock'n'Roll. Ciao, ciao.